Frage, um die es eigentlich heute geht. Wir haben eine arbeitsfähige, eine gute Grundlage dafür geschaffen, hier voranzukommen, was den Mitgliedstaaten eine Anleitung auch gibt, das Ganze entsprechend umzusetzen. Und deshalb glaube ich, dass das hier der richtige Weg gewesen ist oder der richtige Weg ist, um hier voranzukommen, um das auszubalancieren zwischen Eigentumsrechten, Meinungsfreiheit und digitaler Welt. Thank you. I now give the Vielen Dank. Als nächstes hat der Vertreter des Binnenmarktausschusses das Wort, Herr Danti. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, angesichts der digitalen Revolution ist es offensichtlich, dass wir eine Reform des Urheberrechts brauchen. Es geht um Prinzipien, die wir schon mehrfach in den letzten Jahren hier erörtert haben. Vor allen Dingen auch die Haftung und Verantwortung der Plattformen. Das Bombardement über die Medien, das wir heute erleben, ist auch daran so ausgerichtet, dass man versucht, hier Einfluss zu nehmen. Ich denke, es geht nicht um Zensur, sondern wir wollen die Freiheit des Netzes gewähren. Es geht ja auch nicht darum, dass gemeinnützige Plattformen wie zum Beispiel Wikipedia betroffen sind oder klein oder neu gegründete. Es ist einfach so, man will immer offensichtlich, dass das Netz weiterhin ein wilder Westen ist und nur die großen Plattformen davon profitieren. Die Autoren, die Kreativen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und stellen auch einen wichtigen Teil unserer Volkswirtschaften dar. Vielen Dank. Jetzt darf ich Kommissarin Gabriel das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsident, verehrter Berichterstatter, Schattenberichterstatter, verehrte Abgeordnete. Ich darf mich erst einmal bei Ihnen bedanken für die konstruktiven Aussprachen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Die Richtlinie ist ein essentielles Element für unsere Strategie des digitalen Binnenmarktes. In der Kommission haben wir doch mit Zufriedenheit gesehen, dass wir uns provisorisch politisch geeinigt haben zu diesem sehr wichtigen Dossier. Es ist aber ein äußerst wichtiger Augenblick auch für die europäische Kultur, für den digitalen Binnenmarkt und die Verteidigung unserer europäischen Werte. Wir glauben, dass wir hierdurch unsere gemeinsamen Ziele erreichen und Künstler und Autoren schützen. Unsere europäischen Werte sind ja auch durch Künstler, Journalisten, Presse gebildet und gewahrt geblieben, durch Filme, Musik, Bibliotheken, Forscher und viele andere. Auch die Presse ist ein Sektor, wo viel geschaffen wird. Es ist hier wichtig, dem Bürger unserer Kultur immer zugänglich zu machen. Und die individuellen Kunstschaffenden haben natürlich hier auch besondere Bestimmungen, die ihren Verhandlungsspielraum stärken und ihnen eine faire Entlohnung ermöglichen. All diese Menschen blicken auf uns, dass die Europäische Union ihre Versprechen hält. Und was unsere Kunstschaffenden angeht, sie beleben unsere Kultur. Unsere Journalisten sind das Rückgrat unserer Demokratie. Wir haben jetzt eine politische Einigung gefunden, das ist ausgewogen und auch durchaus ehrgeizig. Die verschiedenen Interessen werden unter einen Hut gebracht. Die Rechteinhaber werden fair entlohnt und die Auswirkungen auf die Dienstleister sind proportionell und die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung sind geschützt. Ich darf noch erwähnen, dass die Kommission eine Erklärung veröffentlichen wird über die Situation der Sportveranstalter. Das wird mit der Richtlinie einhergehen. Der Text ist in der Legislativentschließung zu finden bzw. ist ihr angefügt. Jetzt bin ich gespannt auf den Meinungsaustausch
Und ich hoffe natürlich, dass diese Richtlinie unterstützt werden wird und wir dadurch ein klares Signal abgeben werden an unsere Künstler, Autoren und unsere Werte. Thank you, Commissioner. Dankeschön, Frau Kommissarin. Eine Minute bekommt Herr Krasnowitzki für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Diese Urheberrechte-Richtlinie für den digitalen Binnenmarkt ist erforderlich. Dahin besteht weitestgehend Einigkeit. Wir haben das entwickelt und das, was wir heute haben, ist nicht mehr aktuell. Denn da gibt es viele Rechtslücken. Und hier und da ist es sogar ein Risiko für die Marktbeziehungen. Von daher muss das Ganze klar geregelt sein. Das ist aber noch nicht der Fall. Die Richtlinie versucht zu manipulieren und große Unternehmen kämpfen. Und man sieht, dass auf beiden Seiten doch heftig reagiert wird, seitens der Digital-Giganten, seitens der anderen. Niemand hat da zurückgeschreckt, hier wirklich innovative Ideen vorzubringen. Es ist sehr überraschend, dass es einige Instanzen gibt, die direkt von der Richtlinie betroffen sind, die auch die Wissenschaft genutzt haben, wo man heute auf Ergebnisse wartet. Darüber spricht keiner. Ich glaube, wir sind an einem Scheideweg angelangt und das Parlament ist nicht in der Lage, rational zu entscheiden. Deshalb wird es demnächst. Committee on Culture and Education. Für eine Minute für den Kulturausschuss, Herr Jullot. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich denke, alles wurde ja schon gesagt, was die Meriten dieses Textes anbelangt. Ich möchte es auch nicht weiter ausführen. Ich möchte nur darauf eingehen, was diese Abstimmung für Europa bedeutet. Europa hat ja immer gesagt, es ist an der Spitze der Regulierung im Digitalen. Wir sind ein Modell für die Welt. Und heute ist die Alternative klar. Entweder wir bekräftigen unsere führende Rolle oder wir geben sie völlig auf. Dieser Text ist das Ergebnis eines Trilogs. Es ist kein Text à la carte. Und ich denke, hier geht es vor allen Dingen darum zu sehen, dass weder die Bürger noch die Verfasser, die KMU nicht davon profitieren, nur die großen vier Plattformen. Ist es wirklich gerecht? Brauchen wir nicht eine Welt, wo die Autoren geschützt werden und wo die Nutzer auch geschützt werden? Genau das steht in diesem Text. Und für uns gilt die Frage, haften die Plattformen oder nicht? Tragen sie eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft? Diese Frage ist die einzige Frage, die wir beantworten müssen als Europäer. Now, one minute. Herr Boni. Eine Minute. Artikel 13 od początku budził wątpliwości i dlatego potrzebne był. Ja, vielen Dank. Wir brauchten einen Kompromiss, wo alle Interessenten sich wiederfinden können. Das Internet ist ja nicht nur eine Möglichkeit, Dinge einzusehen, sondern es ist auch ein kreativer Ort, wo viele sich verwirklichen können. Finanziell ist das natürlich nicht immer unproblematisch. Jetzt muss praktisch alles überprüft werden, ob da Lizenzen vorhanden sind oder wenn zum Beispiel Zusammenstellungen stattfinden werden, dann Maschinen, die filtern sollen, das erkennen. Und was wird passieren? Die Plattformen werden super vorsichtig sein. Sie werden da blockieren, weil sie nicht selber entscheiden wollen, was akzeptabler Inhalt ist. Oder sie sehen sich ja Bußgeldern ausgesetzt. Das ist eine Art Zensur und das ist im digitalen Zeitalter ein Fehler. Das wird
Konsequenzen haben, glaube ich. Ich bin für eine Streichung von Artikel 13, denn ansonsten ist der Bericht sehr, sehr gut. Und ich danke Axel für die sehr harte Arbeit, die er getan hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war jetzt in der ersten Runde ein bisschen flexibler, aber das wird sich sofort ändern. Herr Svoboda, anderthalb Minuten Redezeit. Bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin, die Europäische Union braucht ganz bestimmt eine Reform des Urheberrechts. Wir suchen eine neue Ausgewogenheit, ein neues Gleichgewicht zwischen den Interessen der Urheber und der Plattformen. Wir suchen ein Gleichgewicht für das 21. Jahrhundert. Und deshalb freut es mich, dass der Entwurf neue Ausnahmen von dem Urheberrechtsschutz nimmt zugunsten der Bildung, der Aufbewahrung des Kulturerbes. Ich freue mich sehr, dass dieser Entwurf die Rechte der Herausgeber bestätigt, der Verleger, aber gleichzeitig bereit ist, mit den Parasiten einen Schluss zu machen, mit den Plattformen, die urheberrechtlich geschützten Inhalt stehlen. Wir haben hier gehört, dass es jetzt eine Zensur des Internets eingeführt werden solle. Aber die Zensur des Internets würde erst dann kommen, wenn man den talentierten, kreativen Künstlern nicht die Möglichkeit schaffen würde, sich professionell zu ernähren von ihrem Talent, damit sie ein Umfeld kreieren würden, wo diese als Taxifahrer ihr Geld hätten verdienen müssen und erst nach ihrer Arbeit dann das schreiben können, kreativ, was sie wollen. Das wäre eine Zensur des Internets. Ein Ergebnis in diesem Entwurf ist für mich ein Erfolg und das freut mich. Thank you. Vielen Dank. Jetzt Frau Geringer de Oedenberg, eine Minute, bitteschön. Thank you. For the past two years. Dankeschön. In den letzten zwei Jahren haben wir über verschiedene Fassungen von Artikel 13 gesprochen. Jetzt ist sicher, dass dieser Text das heute bekannte Internet ändern wird und enorme negative Auswirkungen darauf haben wird, wie die Menschen das Wissen teilen. Aber es geht uns doch um die Unterstützung der Kreativen, der Urheber, dass wir ein Gleichgewicht bekommen zwischen den Rechten aller Beteiligten. Aber das ist ein großer Fehler. Deshalb haben wir nur eine Wahl, Artikel 13 zu streichen. Das wäre das Mindeste, damit das Ganze nicht so negativ wird für die europäischen Digitalunternehmen und die Bürger, denn sie benutzen das. Und sie haben auch demonstriert in den meisten europäischen Hauptstädten. Wir hatten ein Mandat vom Europäischen Parlament und dieses schützte und hatte die mittelständischen Unternehmen von Artikel 13 ausgenommen. Aber das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Deshalb werden sie verpflichtet sein, kostenintensive Filtertechnologie zu verwenden, die nur von den US-amerikanischen Digitalriesen verwendet werden, sodass größte Anstrengungen unternehmen werden, um Lizenzen zu kaufen für diejenigen, die solche Filter nutzen. Aber das ist möglich. Die Präsidentin unterbricht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe sie vorher gewarnt. Von daher muss ich, sie werden eine blaue Karte von Herrn Roda, aber Sie haben ja Redezeit später. Vielleicht können Sie das dann in dieser Zeit unterbringen, Ihr Anliegen. Herr Karim, anderthalb Minuten, bitte. Madam President. Frau Präsidentin, Frau Kommissar, zunächst meine Glückwünsche für Axel. Er hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Meine Priorität bestand ja immer darin, dass Rechteinhaber und Kulturschaffende auch von ihren Werken leben können und dass auch ihr Recht auf Kommunikation mit der Öffentlichkeit geschützt wird. Das ist von entscheidender Bedeutung, weil wir jetzt neue Geschäftsmodelle und Plattformen haben. Die Ausgangsvoraussetzungen für alle sind nicht mehr gleich. Leicht war die Einigung nicht, aber mein Ziel wurde erreicht und insofern werde ich mich für den Text aussprechen, weil er in vielen Punkten verbessert wurde. Also Text- und Datenmining wird überall in der EU zum ersten Mal möglich sein. Artikel 11 wurde bei den Verhandlungen verbessert, sodass die Zukunft der Verlage auch gesichert wird. Das Recht gilt nur für kleine
Schnipsel von Texten und einzelne Worte. Und Artikel 13 macht klar, dass die Plattform sich nicht mehr auf den Safe Harbor für den E-Handel berufen können, sondern sie müssen auch ein entsprechendes Entgelt zahlen für urheberrechtsgeschützte Werte. Wir haben auch Flexibilität für die Mitgliedstaaten eingebaut. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und es gibt auch keine allgemeine Überwachung der Nutzer, obwohl einige Plattformen versucht haben, das den Menschen so zu verkaufen. Das ist Desinformation und wir werden uns dagegen wehren. Sorry, Mr. Rode, you want to make a point. Herr Rode? Yes, Ms. President, I do, because I find it. Ja, denn das ist doch absurd, dass Sie hier eine Debatte ausbremsen, denn heute schauen uns alle zu. Und die Leute kommen hierher und haben ihre Reden dabei. Und wir haben keine Debatte bei so einem wichtigen Thema, weil sie das verhindern. Ich glaub nicht, dass das weise oder fair ist. I'd love for everyone. Ja, es wäre schön, wenn jeder Redezeit hätte. Ich weiß natürlich, dass die Leute nicht alle auf der Liste sind, die heute hier im Plenarsaal sind. Sie sind auf der Liste. Ich versuche dann, das im Catch the Eye zu verbessern. Wenn das länger dauern soll für einen Austausch, Meinungsaustausch, dann bin ich damit einverstanden. Das war eben der Grund für meine Entscheidung. Aber ich werde das auf jeden Fall vermerken. Herr Cavada, 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Heute Morgen ist wirklich ein historischer Augenblick, denn zum ersten Mal ist es auf einem Kontinent so, dass eine parlamentarische Versammlung versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen. Ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den großen Plattformen und denen, die sie nähren. Die Presse, die Kulturschaffenden. 130 Milliarden Euro, Tausende hier in Europa arbeiten in diesem Bereich und sie sind bedroht durch die finanziellen Kräfteverhältnisse, die herrschen. Die Presse ist dabei, stückweise wegzusterben. Das muss man aufhalten. Die Presse, verehrte Kollegen, Frau Präsidentin, ist doch die Grundlage unserer Demokratie. Wenn es keine freie Presse mehr gibt, wenn es keine Journalisten mehr gibt in Google, Wikipedia oder sonst wo, dann haben wir keine Informationen mehr. Sonst haben wir nur noch Gerüchte. Das haben wir ja gesehen, was da zum Teil auch in den letzten Monaten aufgetaucht ist. Der Text ist die einzige Chance für die Kulturschaffenden und die Presse, das Gleichgewicht zu ihren Gunsten wiederherzustellen und ihre Zukunft zu sichern. Und daher müssen wir für diesen Text stimmen und alle Änderungen ablehnen, en bloc abstimmen. Das ist ja nur ein erster Schritt und wir werden noch andere Schritte brauchen, um hier ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Zensur, hat man gesagt, filtern, Wikipedia. Wikipedia ist im Text geschützt, da gibt es keine Zensur und keine Filterung. Warum gibt es diese Ideen jetzt auch hier im Plenarsaal? Weil zum ersten Mal in meiner Mandatszeit sind wir praktisch von den großen Finanzinteressen als Geiseln genommen worden bei unseren ganzen Aktivitäten. Man muss en bloc zu diesem Text abstimmen, sonst wird das große Konsequenzen haben. Sorry, colleagues. Just to say, tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon 12 spontane Wortmeldungen. 3 Minuten, Frau Reda. Drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert.
5 Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Zweitens, noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Cavada, E-Mails kämen von Bots. Die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet. Und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt gehen, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit den Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnungen vor Uploadfilter vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren. Drittens, niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben. Excuse me, Madam Reda. Frau Reda. Herr Brock, bitte. Frau Reda spricht. Wir sollten die Redner respektieren. Bitte, Frau Reda. In der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen. Nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte. Denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Das Tragischste an diesem Vorgang ist. Madam, I'm delighted you're all wide awake. Ich freue mich, dass Sie alle so wach sind heute Morgen. Aber wir sollten doch Frau Reda die Möglichkeit geben, zu sprechen, und zwar beide Seiten des Hauses. Herren, das Tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert. Die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen. Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderungen durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz, es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der Bevölkerung vertritt. Deshalb müssen wir Artikel 11 und 13 streichen. Dankeschön. Mr. Kaspari has a question. Herr Kaspari hat eine Frage. Nehmen Sie diese an? Bitte, Herr Kaspari. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt hätten, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre, weil ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe. Und ich bitte, nur meine Worte zu nehmen und nicht das, was Sie und andere Interessierte bewusst desinterpretieren und fehlinterpretieren. Ich habe gesagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Überschrift
Mr. Kaspari, it's Herr Kaspari, 30 Sekunden bekommt man für eine Frage. Sie haben sich geäußert und jetzt Frau Reda darf auch eingehen. 30 Sekunden, das sind die Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Frau Reda, bitte. Kaspari, Sie haben es gerade selbst vorgelegt. Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren. Und Sie haben davon 450 Euro geredet. Wir haben es alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRI ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genauso tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, dass die ihre Reisekosten selbst tragen müssen. Das sind keine gekauften Demonstranten. Madam Reda, thank you. Frau Reda, danke schön. Mr. Roda, did you indicate a point of order? Herr Roda, wollten Sie sich zur Geschäftsordnung melden? Can I try and solve this by the phone? Also kann ich das mal folgendermaßen lösen. Sie haben gleich eine Minute Redezeit. Möchten Sie diese jetzt für eine Frage nutzen? Einwurf ohne Mikrofon in den Kabinen, leider nicht zu hören. Okay. Please, sir. And you won't allow me to ask a question. Und Sie gestatten Sie mir nicht mal eine Frage zu stellen, die Präsidenten doch. Es ist ja absurd. Ich kann Sie hören, aber ich glaube nicht die anderen, denn Ihr Mikrofon war nicht eingeschaltet. Frau Reda, setzen Sie sich doch mal kurz noch mal hin. Also ich versuche, dass diejenigen, die heute früh hierher gekommen sind, um eine spontane Redemeldung abzugeben, die Möglichkeit bekommen. Aber vieles störte diese Diskussion. Frau Reda, akzeptieren Sie eine kurze Frage von Herrn Rode? Und ich hoffe, Sie akzeptieren. Sie haben genau 30 Sekunden ab jetzt Zeit, bitte. Well, thank you. I just want to ask. Danke. Ich wollte Sie nur fragen, wo ist denn dieser Upload-Filter? Filter. Ganz konkret im Text. Bitte antworte. You have 30 seconds. 30 Sekunden. Steht, Plattformen müssen gemeldete Inhalte den Upload verhindern. Sie können sich zwar um Lizenzen bemühen, aber die Rechteinhaber müssen ihnen keine Lizenz verteilen und können im Zweifelsfall auf Upload-Filtern bestehen. Das steht ganz eindeutig im Text. Please, colleagues. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt bekommt Herr Maštalka das Wort. Anderthalb Minuten Redezeit, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die heutige Sitzung erinnert an ein Finale der Fußballmeisterschaft. Es ist keine rationelle Verhandlung, Sitzung des Parlaments. Ich denke, dass ich im Namen von uns allen spreche, wenn ich sage, dass wir alle eine große Erleichterung verspüren, nachdem wir über diesen Text abgestimmt haben, und zwar unabhängig von dem Ergebnis. Ich bin gegen das Artikel 11 und 13, aber wir haben 2 Jahre von harter Arbeit und von harten Verhandlungen hinter uns. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden und ich werde meine Fraktion empfehlen, gegen den Entwurf zu stimmen. Wir haben eine einzigartige Gelegenheit versäumt, die kreative Branche zu modernisieren. Wir haben jetzt einen Entwurf auf dem Tisch, der die Zensur des Internets vorsieht, die Schikane von Startups. Es wird negative Auswirkungen auf die Diskussionsforen sowie auf einzelne Nutzer von Sozialnetzen haben. Das Internet, so wie wir es heute kennen, wird enden. Dazu könnte ich viele konkrete Beweise nennen, aber wir haben leider nicht genügend Zeit. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass, wenn die Kollegen für diesen Entwurf stimmen, dass sie eine Ohrfeige den Tausenden von Bürgern geben, die täglich E-Mails geschrieben haben, die Petitionen unterzeichnet haben und die in den Straßen demonstriert haben. Es wird sich zeigen, weshalb immer mehr Bürger gegenüber der EU skeptisch sind. Die Arroganz der Macht und die Tatsache, dass wir den Bürgern den Rücken wenden, das ist genau das, was wir ändern müssen. Vielen Dank. For 2 minutes, Mr. Arnold. Für 2 Minuten jetzt, Herr Arnold. Ja, beide Seiten sprechen uns an durch ihre Lobbyisten. Auf der anderen Seite machen sich viele Menschen Sorge über ihr Internet. Also sie
werden bezahlt bei Cocktails. Also ich habe sogar ein Taxi gesehen, das Werbung gemacht hat für diese Gesetzesvorlage auf dem Weg hier. Aber die großen Player, die haben das Geld, um Lobbyarbeit zu leisten. Aber mir liegen meine Wähler mehr am Herzen als die Lobbyisten, die bezahlt werden, um uns das zu sagen, was sie meinen. Es geht hier um den Schutz der Urheber, aber es geht natürlich auch darum, die einfachen Menschen zu schützen. Aber Artikel 11 und Artikel 13, die tragen nicht zu einer Ausgewogenheit bei. Das ist illegal, denn die Tech-Unternehmen werden die Bürger so behandeln, als seien sie schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Und viele Inhalte werden automatisch gelöscht. Und dann wird man versuchen, alle Plattformen in Europa sozusagen gleich zu behandeln, obwohl das Urheberrecht von einem Land anders ist als im anderen. Also da begeben wir uns auf ein Minenfeld. Also legale Inhalte werden dann so behandelt, als seien sie illegal. Viele von uns glauben an das europäische Projekt. Aber wenn wir uns das VK anschauen, da sieht man auch, die Spaltung bleibt. Diejenigen, die für einen Austritt gestimmt haben, sind auch heute weiter dafür. Die für den Verbleib gestimmt haben, sind auch weiter. Denn aber andere sagen, sie haben 2016 für den Verbleib gestimmt. Heute, wenn sie dagegen stimmen, wegen dieser Urheberrechtsregelung, sie werden da ein Keil treiben in die Bevölkerung. Das ist eine schlechte Gesetzgebung, klassisches Beispiel für das, was man noch mal kurz vorm Schluss der Legislaturperiode durchpeitschen will. Also wir hatten Wochen vorher Zeit, aber jetzt versucht man alles noch schnell durchzupushen. Bitte hört auf Ihre Wähler, hören Sie auf Ihre Wähler und vergrößern Sie nicht noch die Kluft zwischen diesem Parlament und den Menschen in Europa und im Vereinigten Königreich, nicht noch größer, als sie schon ist. Wir haben eine blaue Karte von Herrn Strojewski. Akzeptieren Sie die? Herr Strojewski, bitte schön, 30 Sekunden. Ja, ich bin sicher einer der Letzten, den man als Lobbyisten bezeichnen kann. Aber ich möchte schon Unterschiede machen zwischen unterschiedlichen Lobbyisten. Es gibt Gruppen von Menschen, die für ihr Recht auf Entlohnung kämpfen. Und die kann man doch nicht Lobbyisten nennen. Also unterscheiden Sie zwischen großen kommerziellen Lobbyisten und den Menschen, die allein dafür kämpfen, dass sie eine gerechte Entlohnung bekommen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Leute ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollen. Das sollten sie auch tun. Und ich habe auch kein Problem mit den Vertretern der Öffentlichkeit, die sich äußern. Aber ich sehe es immer wieder. Die Industrie drängt uns und nicht die Kreativen. Und was ich von den Kulturschaffenden bei mir zu Hause höre, ist nicht das, was ich hier vernehme. Wir haben natürlich Argumente auf beiden Seiten, aber die Bevölkerung macht sich große Sorgen, gerade was die Wirkung von Artikel 13 anbelangt. Frau Boutonnet. Vielen Dank. Wir werden uns heute zur Autorenrichtlinie äußern. Das ist ein historischer Augenblick für Europa und für die Kultur. Es ist das Resultat von gründlicher Arbeit, die schon seit 3 Jahren läuft. Und jetzt haben sich neue Gräben aufgetan und das alles orchestriert von den Giganten aus Silicon Valley. Es geht hier aber darum, die Rechte der Schaffenden und der Nutzer ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist doch viel zu oft so, dass die Großen sich an Inhalten einfach bedienen. Was ist mit den Künstlern? Sie haben doch auch ein Anrecht auf eine faire Entlohnung, auch von diesen Plattformen, die immer reicher werden, dank dieser Kulturschaffenden. Das ist einfach so, dass sie der Macht der Großen nichts entgegenzusetzen haben. Das war noch nie so wahr wie heute. Und dies bringt jetzt die Interessen aller unter einen Hut. Mr. Fontoulis, for 1 minute, please. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες. Danke schön. Ja.
Derzeit ist es so, dass viele Firmen im Internet, in den sozialen Medien zensieren, auf der Grundlage der Wünsche der eigenen Eigentümer. Wie können wir das als legitim erachten, unsere Freiheit so zu beeinträchtigen? Also man kann ja vielleicht einiges außen vor lassen. Nur die Nennung meines Namens oder die Veröffentlichung meiner Rede hier im Europäischen Parlament in einem bestimmten sozialen Medium bestraft den Eigentümer der Medien für eine gewisse Zeit. Das sind also schlechte Nachrichten für die Freiheit. Das ist die Welt nach Orwell. Filter führen Begriffe heraus. Das ist weniger Freiheit. Das sind wirkliche schwarze Seiten unserer Geschichte. Da werden wir an die Sowjetunion erinnert. Also wollen wir das? Wir sollten dagegen stimmen, besonders gegen diese Vorschrift. Madame Verheyen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit über 2,5 Jahren haben wir hier im Parlament und mit den Mitgliedstaaten gerungen, um einen ausbalancierten Kompromiss zu finden und haben nun endlich einen Text, der mehr Fairness im Internet ermöglicht und insbesondere die rücksichtslos kapitalisierenden Großkonzerne in die Verantwortung nimmt. Der Schutz auf geistiges Eigentum ist ein Grundrecht. Und wer heute gegen das Urheberrecht stimmt, stimmt dafür, dass Kunst und Kultur wieder zu einer brotlosen Kunst wird. 2016 lag das jährliche Medianeinkommen eines europäischen Regisseurs und Drehbuchautors bei 19.000 Euro. Das kann nicht das Ziel unserer Gesellschaft und nicht das Ziel unserer Politik sein. Die gleichen Politiker, die hier vollmundig für Mindestlohn, für adäquate Einkommen kämpfen, ignorieren hier eine Situation, wo kapitalistische Großkonzerne Kulturschaffende ausbeuten bis zum Gehtnichtmehr. Das Ziel dieser Richtlinie ist nicht das Blocken, sondern das Lizenzieren von Inhalten. Und damit es keine Mammutaufgabe wird, wurden die Lizenzierungsverfahren vereinfacht. Dabei wird die Meinungsfreiheit unter anderem in Recital 70, Artikel 17, Absatz 7, 8, 9 und in vielen anderen Bereichen sichergestellt. Zusätzlich gibt es viele Ausnahmeregelungen, unverhältnismäßige Anforderungen zu vermeiden. Nicht kommerzielle Plattformen und Plattformen wie beispielsweise Wikipedia, Dropbox, eBay sind grundsätzlich von der Richtlinie ausgenommen. Und auch für Start-ups, Kleinst- und Kleinunternehmen gelten Sonderregeln. Und wenn sie aus den Ausnahmen rausfallen, gilt immer noch die Proportionality, also die Proportionalität der Maßnahmen und die Verhältnismäßigkeit, die mit dahinter steht. Wir bringen Fairness ins Internet und Plattformen sind diejenigen, die den größten Gewinn abschöpfen. Hier müssen wir endlich Regeln schaffen, die Fairness im Internet erlaubt und den reinsten Kapitalismus, den wir hier immer wieder erleben, endlich ein Ende setzt. For 1 minute, Madam. Für eine Minute, Frau Rosière, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben 2,5 Jahre intensiv gearbeitet an diesem Text. Alle Kulturschaffenden unterstützen ihn, Künstler, Autoren, Journalisten, Regisseure, Verlage, aber auch die Verbraucher warten auf diesen Text. Elle est attendue par les, aussi par les consommateurs parce qu'elle va. Auch die Verbraucher warten darauf, denn der Text bringt Rechtssicherheit. Und die Willkür der Großen wird damit eingeschränkt. Es geht darum, dass Europa hier aufsteht. Es geht darum, dass private Daten nicht mehr länger so einfach abgeschöpft werden, Daten aus unserem privaten Leben, aber in diesem Fall auch die Arbeiten von Künstlern in Europa. Weshalb soll man akzeptieren, dass sie keine Entlohnung mehr bekommen, nur weil wir uns in einer digitalen Welt bewegen? Wir erleben aggressive Lobbyarbeit. Wir erleben Bedrohungen, die man an uns richtet. Finanzierung aus dunklen Quellen steckt hinter einigen Plattformen. Und ich hoffe, dass heute wir uns erheben gegen den Ultraliberalismus der Tech-Giganten und für eine europäische Kultur. Tofsky. Madam President, thank you very much. Vielen Dank. In einer Minute haben wir jetzt eine Auseinandersetzung gehört. Da ging es wirklich um das, worum es bei dieser Richtlinie geht. Was das größte Problem bei dieser Richtlinie ist, dass die
Interpretation, die Auslegung ein Monstrum werden wird. Das wird schwieriger werden als alles andere. Das ist in der Terminologie oft nicht sehr klar, da irgendwelche Rechte einzuräumen für Pressehäuser. Also nur die Größten in der Presse werden dann sowieso auf dem Markt bleiben können, die dann die öffentliche Meinung auch beeinflussen können. Und kleinere werden da auch nicht mehr mithalten können. Und ich würde gegen diese Richtlinie stimmen wollen. Please. Herr Rode, eine Minute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es ist unglaublich, dass wir hier an heute die Linke hören, die sich vor den Karren der Tech-Giganten spannen lassen. Tech-Giganten, die keine Steuern erlassen. Es gibt Missverständnisse in dieser Debatte. Es gibt keinen Link-Tax. Es gibt keinen Upload-Filter. Egal, wie viel Frau Reda das Gegenteil behauptet, es gibt keinen Upload-Filter. Denn es gibt keine Beschränkungen der Rechte des einzelnen Bürgers. Im Gegenteil. Die Verantwortung obliegt den Plattformen. Und heute akzeptieren wir ja mit Freude, dass Inder in New Delhi bestimmen, was auf den Plattformen existieren darf. Wir existieren, wir akzeptieren keine Technologie, aber es geht ja um den Schutz des Kunstwerks, nicht um die Überwachung des Einzelnen. Das hier ist Kunstraub unerhörten Maßes von Tech-Giganten, die keine Steuern bezahlen. Und wir werden wirtschaftlich und auch geistig ärmer, wenn wir diese Richtlinie nicht positiv durchbringen. Danke. Madame Trüppel, for one minute. Frau Trüppel, eine Minute Redezeit. Und Kollegen, wir wollen ein freies, aber auch endlich faires Netz. Wir wollen Freiheit und Verantwortung. Wir wollen keine Zensur, keiner von uns. Zensur ist in China, da ist aber kein Urheberschutz. Was wir wollen, ist, dass aktive kommerzielle Plattformen endlich lizenzieren müssen. Alles, was lizenziert wird, wird nicht gefiltert. Es ist eine Win-Win-Situation, was wir vorschlagen. Die Uploader kriegen Rechtssicherheit, es gibt keine Abmahnwellen mehr. Die Plattformen müssen endlich Verantwortung übernehmen und die Urheberinnen und Journalistinnen werden endlich angemessen bezahlt. Das nenne ich eine faire Regel und wir bringen Gerechtigkeit ins freie Netz, das wir alle wollen. Wir brauchen generell Regeln für den Plattformkapitalismus. Die müssen Steuern zahlen, die müssen Verantwortung übernehmen, wenn es Disinformation-Campaigns gibt. Wir brauchen Datenschutz, den haben wir schon beschlossen. Und Urheberschutz ist für mich ein Teil eines solchen Regelungspakets. Und es geht nicht um Überregulierung, es geht einfach um faire Regeln. Und Urheber sind in unserer Gesellschaft eine Minderheit. Sie brauchen unseren Schutz, sie brauchen unsere Förderung. Bitte stimmen Sie für diese Richtlinie. Es ist über Gerechtigkeit im Internet. Vielen Dank. Thank you. Dankeschön. Frau Michels, eine Minute. Habe einst die europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt. Aber das, was jetzt vorliegt, ist alles andere als mutig. Die Befürworter der Reform, vor allem Verlage und Verwerter, sagen, die Kreativen sind gestärkt worden. Aber 5 Millionen Menschen, und ich bitte Sie, das sind auch Kreative, haben uns inzwischen per Unterschrift mitgeteilt, man überlässt Maschinen keine Entscheidungen über Grundrechte, dafür gibt es den Rechtsstaat. Und egal, wie Uploadfilter im Artikel 13 oder 17 umschrieben werden, kleinere Provider können nicht mit der ganzen Welt Lizenzen aushandeln. Das ist absurd. Die kostspielige Filterpflicht bleibt. Plattformregulierung sieht anders aus. Digitalsteuer, ethische Algorithmen, strenges Kartellrecht. Und deshalb lehnen wir das Ergebnis der Trilogs ab. Lasst uns bessere Lösungen finden. Es geht nicht um Marktbereinigung, sondern um freie Kommunikation im 21. Jahrhundert, analog und digital. Mr. Button, one minute. Herr Betten, eine Minute Redezeit.
Ja, das geht gegen faires Urheberrecht, um den Schutz der legitimen Rechte der Urheber. Aber hier jetzt geht es um den Schutz der Interesse multinationaler Unternehmen, um die Maximierung ihrer Profite. Es geht um die Kontrolle der Meinungsfreiheit, wenn die Medien und das politische Establishment nicht einverstanden sind. Da gibt es ja schon viele Plattformen, die so genutzt werden. Und das wird jetzt institutionalisiert. Die Zensur wird institutionalisiert. UKIP und andere wollten eine Abstimmung haben über die Geschäftsführung. Ansonsten wäre das ja letztes Jahr schon durchgegangen. Aber die Mitglieder sollten sehen, dass ja schon in Bälde die Europawahlen anstehen. Und die Wähler sollten genau schauen, wer wie abgestimmt hat bei diesem Richtlinientext und sollten dann gegen diese am 23. Mai abstimmen. Die Europäische Union und politische Medien-Establishment wollen Meinungsfreiheit einsetzen und zensieren. Wenn die Mitglieder des Parlaments für die Richtlinie sind, verdienen sie es auch, ihren Sitz zu verlieren hier im Hause. Für eine Minute. Das Internet jetzt ist eine Mini-Welt geworden und es mangelt hier auch an Regulierung. Das Internet ist ein Beispiel dafür, wie die Welt sich entwickeln könnte, wenn man sie nicht einschränkt. Das Internet ist die letzte Bastion der Freiheit. Deshalb können Sie nachts nicht schlafen, weil es zeigt, dass Ihre Verordnungen und Richtlinien unnötig sind. Die Welt stünde besser da, gäbe es sie nicht. Man sollte das Internet sich einfach entwickeln lassen. Wenn diese Worte wie zusätzlichen Mehrwert, wenn wir uns nicht darum kümmern würden, wäre unser Leben einfacher. Deshalb versuchen Sie, das Internet zu zerstören und immer auf die Bremse zu treten, wann immer das möglich ist. Aber wir wollen nicht, dass Sie auf die Bremse treten. Wir wollen vorankommen. Wir wollen diese Internetfallen nicht. Wir wollen, dass die Kulturschaffende ohne Regulierungen arbeiten können. Für eine Minute, Herr De Grandes Pasqual, jetzt, meine Damen und Herren, der Artikel 13 versucht einfach nur, den Plattformen Verantwortung zu geben. Sie sollen haften, nicht mehr. Nicht weniger. Im Internet werden viele Urheberrechte verletzt, weil jeder alles hochladen kann, was er will. Auch Inhalte, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Sprich, sie sind Eigentum eines anderen. Das Urheberrecht ist genauso ein Eigentumsrecht wie andere Eigentumsrechte. Wir müssen die Werte der Künstler und Urheber schützen und das ganz eindeutig. Ich denke, jetzt müssen die Plattformen haften, nicht der Einzelne, denn die Plattformen profitieren von den Inhalten. Sie generieren Werbeeinnahmen und sie können mit den Daten handeln. Und ich denke, es geht hier darum, dass wir sehen, dass das Ergebnis des Trilogs ein positives ist. Es entspricht dem Ziel, das Ungleichgewicht zu beseitigen, das durch die digitale Welt entstanden ist. Und es verdient unsere Unterstützung. Vielen Dank. For one minute, Mr. Volken. Herr Volken, eine Minute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. Nur Google ist gegen diese Reform, sagen die Befürworterinnen und Befürworter der Richtlinie. Aber das stimmt nicht. Dagegen sind der Bundesdatenschutzbeauftragte, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch viele Urheberinnen und Urheber. Diese Reform führt dazu, dass Verwerter stärker werden, aber nicht Kreative. Die Wahrheit ist, in dieser Debatte geht es mittlerweile um viel mehr als um das Urheberrecht. Es geht um den Umgang mit unserer Demokratie. 5 Millionen Menschen, die eine Resolution unterschreiben, werden von der Kommission als Mob bezeichnet. Kritische junge Menschen werden von den politischen Befürwortern der Reform als ferngesteuerte Bots und Computerprogramme bezeichnet. Demonstrierende junge Menschen werden, ihnen wird unterstellt, dass sie ein Demogeld von 450 Euro annehmen und nur deswegen demonstrieren gehen.
In dieser Debatte geht es um den Zustand unserer Demokratie und wir müssen insbesondere die jungen Europäerinnen und Europäer ernst nehmen, die arge Bedenken mit dieser Reform haben, die ihr Internet, so wie Sie es kennen, tatsächlich zerstören wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Artikel 13 streichen. Mr. Vulcan, we have a blue card. Wir haben eine blaue Karte. Akzeptieren Sie eine blaue Karte? 30 Sekunden. Ja, lieber Kollege, du hast gerade aufgezählt, wer jetzt alles außer Google noch gegen die Reform ist. Die Justizministerin und Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokratie, Frau Barley, hast du jetzt in der Aufzählung vergessen. Wie ist denn jetzt ihre Position? Sie hat ja im Rat dafür gestimmt und jetzt ruft sie überall auf den SPD-Veranstaltungen, haltet den Dieb, wir müssen dagegen stimmen. Von daher, das ist mir jetzt nicht so ganz klar und erhoffen wir jetzt noch ein bisschen Aufklärung von dir. Lieber Dennis, es ist mir eine Ehre, dir zu helfen. Die Bundesjustizministerin lehnt Uploadfilter ab und musste sich der Bundeskanzlerin geschlagen geben, die einen Deal mit der französischen Regierung abgeschlossen hat, wie die FAZ gestern berichtet hat. Es gibt den Tausch angeblich, und die FAZ macht sowas ja nicht einfach so öffentlich, Gas gegen Uploadfilter, das ist der Grund. For one minute, Mr. Luca, you have the floor. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja schon erstaunlich, was die FAZ da aufgedeckt hat, nicht wahr? Also ganz augenscheinlich werden da sachfremde Zusammenhänge hergestellt und es wird irgendwie ein Tauschgeschäft gemacht zwischen Nord Stream 2 einerseits und den Upload-Filtern andererseits. Das ist, glaube ich, nicht der Stil, in dem wir hier Politik machen sollten. Wir sollten sachgerecht fragen, brauchen wir denn tatsächlich diese Upload-Filter, um den völlig unbestrittenen Urheberrechtsschutz durchzusetzen? Niemand will ja den Künstlern ihre Einnahmen nehmen, aber ist es tatsächlich nötig, dass man das mit diesen Filtern macht? Und wenn dann in diesem Hause behauptet wird, dass das Gesetz überhaupt keine Filter vorsehe, dann ist das einfach unwahr. Denn selbstverständlich steht im Gesetz drin, jede Plattform muss, bevor sie den Content öffentlich macht, erst einmal überprüfen, ob Urheberrechte tatsächlich verletzt werden dadurch. Diese Überprüfung ist eine Filterung und deshalb ist ein Upload-Filter in diesem Gesetz drin. Dieser Upload-Filter führt aber zum Overblocking. Er führt gerade dazu, dass die kleinen Künstler, die noch keinen Vertrieb haben, noch keinen Verleger haben, dass die nicht imstande sein werden, ihren Content zu verbreiten. Und deshalb ist das wettbewerbsfeindlich, was hier passiert. Wir sollten Artikel 13 streichen aus der Urheberrechtslinie und sie ansonsten verabschieden, weil der Urheberrechtsschutz als solcher wichtig ist. Vielen Dank. Thank you. One minute, Madam Thurm. Dankeschön. Eine Minute, Frau Thurm. Thank you, Chair. Colleagues, the fact that this directive die Tatsache, dass diese Richtlinie 2,5 Jahre gebraucht hat, hat sie auch nicht besser gemacht, leider. Es ist von Akademikern, Digitalrechtern, den Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit aufgezeigt worden, dass dies wirklich problematisch ist, was die Meinungsfreiheit angeht. Jeder hat das Recht, Informationen zu suchen durch jegliche Medien und ohne Grenzen. Aber hier werden mit Artikel 11 Hindernisse aufgestellt auf dieser Suche nach Informationen. Die Rechte der Kulturschaffenden müssen geschützt werden, aber Kulturschaffende und Rechtehalter sind auch nicht die gleichen, jedenfalls nicht unbedingt. Hier bekommt eine kleine Gruppe mehr Rechte als der Rest. Es hat noch im September, im letzten September, eine ganze Reihe von Alternativen auf dem Tisch gegeben. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Jetzt kann man Artikel 11 oder 13 nur entweder nehmen oder streichen. Ich bin für eine Streichung. Schon für one minute. Herr Andersson, eine Minute. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich möchte diese lächerliche Verschwörungstheorie von der Lobby sprechen, der Unternehmen, dass diejenigen, die ein freies und offenes Internet befürworten, bezahlt wurden und von Google und Facebook beeinflussen würden. Das ist einfach Quatsch. Wir haben uns ins Zeug gelegt, und zwar seit Jahren gegen diese Internetgiganten. Wir haben uns für Datenschutz eingesetzt, für die Privatsphäre der Menschen, gegen monopolistische Tendenzen.
Ich möchte Sie gerne treffen, Google und Facebook, dort, wo es weh tut, dass Sie Ihre Steuern bezahlen. Ich trete für eine Digitalsteuer ein, für Privatsphäre-Vorschriften. Wir finden auch, dass Sie Verantwortung übernehmen für das, was Sie tun. Aber das ist nicht an dieser Stelle richtig. Ich glaube Ihnen nicht. Ich vertraue Ihnen nicht, Google und Facebook. Vertraue aber den Experten, die gesagt haben, dass Artikel 11 und 13 negativ seien für das Internet und keinen Kollateralschaden bedeuten sollten. Dankeschön. Mr. Lohe. Für eine Minute, Herr Lüharik. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist Zeit, an der Zeit gesetzliche Regelungen zu erlassen, um die nordamerikanischen Giganten zu zwingen, den Kulturschaffenden ein gerechtes Entgelt zu zahlen. Man versteht natürlich den Druck und auch den Hunger der digitalen Giganten, denn die europäischen Kulturschaffenden, Herr Kawada hat ja daran erinnert, haben einen Umsatz von über 300 Milliarden. Heute arbeiten mehr im Kultursektor als im Bereich Automobil. Und worüber wir hier diskutieren bei der Urheberrechtsrichtlinie und dem Leistungsrechtsschutz, ist Pluralismus. Die Richtlinie schafft einen ausgewogenen Rechtsrahmen. Die Plattformen müssen Journalisten und Kulturschaffende respektieren. Gleichzeitig gibt sie eine Rechtssicherheit, die es bisher nicht gibt. Alle haben damit Zugang zum Wissen. Und die Kultur kann sich erneuern, indem wir sie schützen. Die Inhalte müssen geschützt werden und nicht deren kostenloses Abschöpfen. Vielen Dank. Mr. Scholtek, for one minute, please. Herr Scholtek. Ta wersja dyrektywy nadal wprowadza. Vielen Dank, Frau Präsident. Diese Richtlinie wird Zensur einführen, und zwar auf einer Ebene, die wir nicht mal in kommunistischen Ländern hatten. Denn ich glaube, hier braucht man gar nicht mehr offene Türen einrennen. Aber die Bürger Europas, an sie muss man richten, wenn ihr nicht den Rest eurer Freiheit verlieren wollt, müsstet ihr eigentlich eure Regierungen zwingen, die Europäische Union zu verlassen und sich am Brexit inspirieren. Dieses bürokratische Monstrum sollte man verlassen, das bürokratische Monster Europäische Union. Wir sollten eine wirkliche Union schaffen, eine Union der Nationen, eine innovative, sich erneuernde Union. Man sollte gegen die stimmen, die hier dafür stimmen. Our blue card requests. Will you take a blue card? Da gibt es eine blaue Karte. Nehmen Sie die von Herrn Strowiewski? Yes. You accept a question? Frage? Akzeptieren Sie eine Frage von Herrn Strowiewski? Bardzo dziękuję. Powiedział pan, że... Ja, vielen Dank. Also der Kollege ist gegen die Richtlinie und gegen die Entlohnung von Kulturschaffenden, aber für den Brexit. Sie sind ja Parteiführer einer solchen Partei, deren Hauptziel es ist, Polen aus der EU zu führen. Sir, we have... Wir haben noch eine blaue Karte und die fassen wir vielleicht zusammen, Herr Kawada. Ganz kurz. Also er ist vollkommen überzeugt, dass man aus der Europäischen Union austreten sollte. Warum kommt er denn dann hierher, wenn das so schmerzhaft für ihn ist? Mikro, please, sir, your microphone. Just one moment. Your microphone, please press the microphone. Tak, ja tutaj publicznie. Ja, ich komme hier doch mal her.
vielleicht schon einen Monat her, dass ich mal hier war, aber ich bin einfach dafür, dass Länder aus der Europäischen Union austreten, um eine neue Union zu gründen, nicht dieses bürokratische Ungetüm. Und ich verstehe da die Frage gar nicht. Ich kämpfe dafür in Polen, dass das passiert, unser Austritt. Wenn ich hier bin, dann vertrete ich natürlich meine Meinung. Wenn die EU sich nicht verändert, dann müssen wir halt gehen. Und wenn man sich diese Richtlinie ansieht, was da passiert und was mit anderen Richtlinien so passiert ist, die verabschiedet worden sind, ja, da zeigt sich doch, dass sich hier gar nichts verändert. Und das verändert auch nicht meine Meinung. Wir müssen einfach raus und neu anfangen. Denn die Union, wie sie ist, ist ein Ungetüm. Ja, das war eine Antwort auf eine Frage, aber nicht die andere. Wir haben jetzt aber keine Zeit, Herr Salini. Dankeschön, Frau Präsidentin. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, und zwar bei Kollege Axel Wotz für diese hervorragende Arbeit, die er bis heute geleistet hat. Denn ich denke, das ist eine der wichtigsten Kämpfe hier in der jetzigen Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht. Denn es geht um die Kreativität, das ist Arbeit und Kunst Europa. Und deshalb ist es so, wofür wir eintreten. Und deshalb lieben die Europäer Europa, weil wir genau das alles verteidigen. Und die Kollegen, die gegen diese Richtlinie sind, sollten noch mal eins überdenken. Wenn die Internetplattformen Milliarden Dollar kassieren wollen über die Werbung, müssen sie doch auch den Wert der Arbeit, der Werke anerkennen. Denn wer kassiert denn sonst außer Ihnen? Vielleicht gibt es ja in Google Werbung. Aber dann würde das Ganze demokratisch laufen. Frau Reda, Sie haben über junge Leute gesprochen. Aber bei diesen jungen Leuten sind Jungen und Mädchen, die $3 zahlen für den hervorragenden Journalismus, den sie tätigen, genau weil sie die Plattform sie nicht bezahlte. Denn wenn sie dafür eintreten wollen, für diese Menschen, dann sollten sie für das Copyright eintreten. One minute. So. Eine Minute hat jetzt Herr Grammatikakis das Wort. Vielen Dank. Die Schlacht um das intellektuelle und geistige Eigentum begann als eine Diskussion, aber hat sich jetzt verwandelt in eine Schlacht um die Seele Europas und seiner Kultur. Es geht darum, dass Angebote auch im digitalen Zeitalter überleben. Ich denke, es ist wichtig, dass die EU den Mut hat, hier die großen Technologiegiganten herauszufordern. Die haben ja die Möglichkeit, die Bürger irrezuführen. Es erstaunt mich, dass einige Kollegen das überhaupt immer noch nicht verstehen, auch nach 2,5 Jahren Verhandlungen und Diskussionen und 5 Abstimmungen im Plenum. Jetzt liegt uns das bestmögliche Ergebnis vor. Und es ist eigentlich doch sehr bedeutsam, dass die Richtlinie von allen offiziellen Gremien unterstützt wird und auch von den Künstlern. Und ich fordere zusammen mit dem Berichterstatter alle Kolleginnen und Kollegen auf, die für ein offenes, freies und faires Internet sind, das Ergebnis des Trilogs zu unterstützen. Es ist gut für die Zukunft Europas, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut für unser aller Zukunft. Vielen Dank. Herr Sulik, eine Minute. Vielen Dank. Diese Richtlinie über das Urheberrecht bzw. dieser Entwurf beeinträchtigt die Freiheit im Internet, vor allem die Artikel 11 und 13. Und deswegen hatten wir auch vor kurzem die Wikipedia ausgeschaltet gehabt. Nach Artikel 11 soll alles unter Urheberrecht fallen, außer ganz kurzen Abschnitten. Es ist leider nicht festgestellt, was es bedeutet. Sind es 3 Worte oder 3 Sätze? Artikel 13 führt die Verantwortung der Betreiber ein, für die Betreiber
Betreiber der sozialen Netzwerke oder Plattformen, dass die Inhalte nicht gestohlen sind. Das wäre, als ob ein Parkplatzbetreiber dafür verantwortlich gemacht werden würde, dass die Autos, die da abgestellt sind, nicht gestohlen sind. Mehr als 5 Millionen Menschen haben die Petition gegen diesen Artikel unterzeichnet. Das ist mehr, als sich für die Zeitänderung geäußert haben. Deswegen bin ich überrascht, dass der Rat und die Kommission den Willen der Wähler ignorieren, wie sie den Printmedien unterlegen sind. Ich habe den Antrag zusammen mit einer Gruppe Abgeordneten eingereicht, dass Artikel 11 und 13 gelöscht werden sollen, aber ich werde trotzdem für die Richtlinie stimmen. Vielen Dank. One minute. Herr Bogovic. Spoštovani, tako kot imamo pravico do... Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Wir alle haben doch das Recht, uns frei zu äußern im Internet, und auch Schutzrechte gibt es, unabhängiger Journalismus, kulturelle Werke, das sind doch die Grundlagen unserer Gesellschaft. Und diese Debatte scheint jetzt aufzuzeigen, dass diese Rechte sich widersprechen, aber das stimmt nicht. Axel Voss arbeitet doch jetzt ganz ausgezeichnet seit 2,5 Jahren. Wir haben eben die großen Plattformen, die kräftig Geld verdienen und die diese Profite den Autoren und Kulturschaffenden gar nicht weitergeben. Wenn wir unabhängigen Journalismus wollen, wenn Unabhängigkeit bestehen bleiben soll, dann müssen wir für die Richtlinie stimmen. Wir hatten natürlich sowieso schon Probleme mit den großen Plattformen, aber wir sind doch hier, um die Kulturschaffenden zu verteidigen. Thank you. Vielen Dank. Für eine Minute, Herr Blanco López. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Niemand will ja die Freiheit im Internet abschaffen, aber das Internet darf auch kein gesetzloser Raum sein. Es geht darum, die Schöpfung zu unterstützen, das Kulturschaffen. Und das können wir nur tun, wenn wir eine gerechte Entlohnung vorsehen. Diese Richtlinie, dieser Text ist ausgewogener, weil wir damit auch die Wertschöpfungskette entsprechend berücksichtigen. Und ich verstehe nicht, weshalb einige Vertreter der Linken einmal sich einsetzen für Urheberrecht, aber auf der anderen Seite dagegen sind, dass wir den großen Plattformen auferlegen, Lizenzen zu erwerben. Das ist keine Überwachung, es ist auch keine Gefährdung, sondern diese Richtlinie entspricht den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und eins wird dadurch gestärkt, nämlich die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit des Kulturschaffens und gerechte Entlohnung für seine Arbeit. Sir, Mr. Blanco López. Herr Blanco López, ich habe jetzt zwei blaue Karten. Akzeptieren Sie die beiden Fragen mit der blauen Karte? Herr Rübig. Und Frau Matteo, Herr Rübig, 30 Sekunden. Danke, ich wollte Herrn Blanco López eigentlich nur fragen, ob es stimmt, dass alle nicht gewerblichen Nutzer in Zukunft von der Haftung befreit sind, wenn sie ab- und downloaden? Madam Matthias. Frau Matthias. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ich möchte den Kollegen mal fragen. Sie haben ja gesagt, es gäbe keine Schöpfung von Werken, wenn sie nicht entsprechend vergütet werden. Sagen Sie doch mal, wo das steht in der Richtlinie. Wo in der Richtlinie steht, dass es dann eine angemessene Vergütung gibt der Kreativen. Ich habe das nicht gefunden. Zensur gibt es, aber hier steht es nirgendwo, dass es eine angemessene Vergütung gibt. Sagen Sie mal bitte, an welcher Stelle das genau steht. Danke. Ja, es geht darum, die Wertschöpfungskette ins Gleichgewicht zu bringen. Die großen Plattformen müssen ihren Beitrag leisten. Sie müssen die Kulturschaffenden gerecht entlohnen. Man muss den Wert des Kulturschaffens
entsprechend belohnen. Und insofern verstehe ich die Stimme der Linken nicht. Sie sprechen für einige wenige und sind zum Schaden der Arbeit der Kulturschaffenden in unserem Lande und in Europa. Sir, I'm not sure. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie die Frage von Herrn Rübig beantwortet haben, Herr Blanco Lopez. Herr Rübig hatte da auch noch eine Frage. Wollen Sie die beantworten? Aber er hat die Frage doch schon gestellt. Die Frage wurde schon gestellt. Können Sie sich noch an die Frage erinnern? Herr Rübig, vielleicht können Sie noch mal wiederholen. Ich wollte Herrn Blanco Lopez fragen, ob es stimmt, dass alle nicht gewerblichen Nutzer von der Haftung dadurch befreit sind und dass das deshalb die Klagsindustrie normale Bürgerinnen und Bürger nicht mehr klagen kann auf Verletzung des Urheberrechts, sondern dass das in Zukunft ausschließlich in der Haftung der dementsprechenden Plattformen sich befindet. No, no creo que eso sea. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Move now to our next speaker for one minute, Ms. Nächster Redner, Herr Pissas. Ich denke, das ist ein ausgewogener Text, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Aber für die Welt des Sports ist es eine Enttäuschung, weil die Rechte der Sportveranstalter hier nicht berücksichtigt werden. Ursprünglich gab es ja im September bei der Abstimmung im Plenum fast 400 Stimmen, die für einen entsprechenden Änderungsantrag gestimmt haben. Wir haben ja auch dieses Urteil für die Premier League. Und die Kommission hatte ja damals zugesagt, die entsprechenden Schutzsysteme zu prüfen. Aber die Kommission hat sich dazu entschieden, nur eine allgemeine Erklärung abzugeben. Natürlich ist es wichtig, die Rechte der Kulturschaffenden zu schützen, aber auch die Rechte der Sportveranstalter müssen geschützt werden. Natürlich werde ich für diesen Text stimmen. Es scheint mir unerlässlich, die Rechte der Kulturschaffenden in Europa zu schützen. Madam Regner, for one minute, please. Frau Regner. Dankeschön. Die Debatte zeigt hier, wir leben lebendigen, leidenschaftlichen Parlamentarismus. Wir sind uns nicht einig bei vielen Dingen, aber auf alle Fälle, glaube ich, ist in diesem Saal heute niemandem langweilig geworden. Das Urheberrecht ist nicht mehr zeitgemäß, da sind wir uns einig. Internetgiganten verdienen und viele Künstlerinnen und Künstler sehen nichts davon, gerade die nicht groß verdienen, die nicht Hits am laufenden Band produzieren, die nicht irgendwelche Top-Bestseller schreiben, die brauchen entsprechend, dass wir entsprechende Lösungen finden, weil die leben immer prekärer. Wir müssen also das Internet entsprechend, wir dürfen es nicht zerstören, aber wir müssen das Urheberrecht an das Internet anpassen. Ich bin dagegen, dass private Internetkonzerne auf Kosten der Informations- und Meinungsfreiheit aller die Rechte von Kreativen, von Künstlern und Künstlerinnen durchsetzen sollen. Und deshalb das Konzept einer umfassenden Haftung der Plattformen führt zu Uploadfiltern und diese unausweichlich zur Zensur im Internet. Mein Anliegen in diesem ganzen Prozess war und ist es immer, gerade die Kreativen besonders zu schützen. Die sollen ein entsprechendes Recht haben, dass sie eine angemessene und faire Vergütung bekommen. Und insofern bin ich absolut enttäuscht mit dem Ergebnis im Verhältnis zu dem, was wir im Rechtsausschuss abgestimmt hatten. We move now to catch the... So, jetzt kommen wir zu den spontanen Wortmeldungen. Frau Scholtrumpa als Erste, bitte. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich will mich zuerst bedanken bei dem Autoren dieses Entwurfs, beim Axel Voss, für seine große, verantwortungsvolle, mutige Arbeit, denn wir stehen einer großen Kampagne entgegen. Ich werde für diese Richtlinie stimmen, denn ich denke mir, dass diese überarbeitete Fassung sehr gut die Interessen auswiegt zwischen den Plattformen und zwischen den Herausgebern, Verlegern, Autoren und uns Verbrauchern. Die nicht gewerblichen Plattformen sind ausgenommen und auch die Bildungsplattformen. Artikel 13 weckt die größten Emotionen und wurde zum Symbol gegen die sogenannte Zensur. Die Kritiker haben allerdings keinen konstruktiven Vorschlag vorgelegt, wie man sonst die Urheber vergüten soll. Wie soll man verhindern, dass die Urheber um
ihre Werke bestohlen werden. Es geht nicht nur um die Autoren, um die Urheber. Es geht auch um uns Konsumenten. Deswegen werde ich dafür stimmen. Danke. Wir haben jetzt eine blaue Karte von Frau Konecz. Normalerweise machen wir das nicht bei den spontanen Wortmeldungen. Aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Frau Konecka. Sorry, ja, will you accept, Madam Shodova? Ja. Oder nehmen Sie diese an? Pardon, hatte ich gar nicht gefragt. Ja, danke. Danke. Ich möchte Frau Kollegin fragen, wenn Sie über die Anti-Kampagne redet, wie kommen Sie sich vor, wenn Sie sehen, dass einige Vertreter der tschechischen Verleger uns bedrohen, dass sie hoffen, dass die Journalisten alles dafür tun werden, dass diejenigen, die dafür stimmen werden, gegen die Ansicht der Herausgeber werden sie zum Stoppstand kommen im Pressmedien. Was ist das denn für eine Kampagne, wenn Sie hier über eine Anti-Kampagne sprechen? Es ist eine Erpressung, nichts weniger, nichts mehr. Und das sollen wir sein, die nur eine andere Meinung haben? Ich möchte sagen, dass das, was ich an der ganzen Diskussion schätze, ist die Offenheit, die Transparenz und letzten Endes auch die Demokratie. Wir werden demokratische Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich erpressen lassen, ist das Ihre Sache. Ich lasse mich nicht erpressen. Kampagne ist Kampagne. Es obliegt uns, die Argumente abzuwiegen und eine gerechte Lösung zu finden zwischen Autoren, zwischen Konsumenten. Lassen wir uns nicht manipulieren. Verteidigen wir, argumentieren wir und stimmen wir ab. López Aguilar, one minute. Herr López Aguilar, Frau López Aguilar. Ja, Frau Präsidentin, seit fast 3 Jahren Arbeit, denke ich, sollten wir auch zu einem verhältnismäßigen gerechten Schluss kommen, der auch ausgewogen ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das Europäische Parlament nicht versucht hat, die Grundrechte und auch die Rechte der Urheber zu schützen. Es geht um die Kulturschaffenden, deren Freiheit, deren Schöpfung. In der spanischen Verfassung steht das so, auch in der Charta der Grundrechte. Und wir versuchen, die Schutzbedürftigsten zu schützen. Und in der Wertschöpfungskette sind die Kulturschaffenden das schwächere Glied, die großen Plattformen, die handeln mit unseren Daten, die zahlen aber ihre Steuern nicht, die organisieren massive Trollkampagnen, um das Europäische Parlament und seine Abgeordneten zu erpressen. Die gute Nachricht ist, dass nach dieser Richtlinie das Internet weiter bestehen wird, aber dass die Beteiligten besser geschützt werden. Die Präsidentin unterbricht, Sie haben nur eine Minute. Herr Marinho Pinto. Frau Präsidentin, ich verstehe, dass die großen Internetgiganten, Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter, wie sie alle heißen, gegen diesen Richtlinienentwurf sind. Denn dadurch werden ihre Gewinne natürlich bedroht, die sie über Jahre eingefahren haben in Europa. Dadurch, dass gratis, kostenlose Inhalte angeboten wurden von europäischen Urhebern. Ich kann das nachvollziehen, dass Frau Julia Reda dagegen ist, denn sie ist die allgemeine Handhabung der Piraterie. Und das heißt ja nicht umsonst Piratenpartei, also eine Partei, die gegen die Urheberrechte ist. Ich kann das nachvollziehen, dass einige der Rechten auch gegen diese Richtlinien sind, aus offensichtlichen Gründen, weil die gegen die Europäische Union sind, also die Rechtsextremen. Aber ich kann nicht verstehen, dass die nationale Kultur, die europäische Kulturverteidigung hier gegen diesen Richtlinien sind. Das kann ich nicht verstehen. Mr. Pimento Lopez. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist ein Kampf der Giganten und das hat nichts zu tun mit den Interessen der Großen oder der Kleinen, sondern hier geht es um die Verteilung von Inhalten, ohne dass die Kulturschaffenden gerecht entlohnt werden. Das ist Ungleichheit und Prekarität für die Betroffenen. Es gefährdet die Pressefreiheit, das Kulturschaffen. Und es wird immer weiter Monopole und Konzentrationen im digitalen Bereich geben. Wir hatten Vorschläge vorgelegt, die den Kulturschaffenden